Letzte Runde. Gut, da ist eh nichts mehr möglich. Jetzt entscheiden die... Ja, ist es. Die Bonussterne. Jetzt ist die Frage, muss ich denn gewinnen? Nee, jetzt mal ernsthaft. Muss ich gewinnen, um hier im Story-Modus weiterzukommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Doch, wenn du gewinnst, erhältst du ein Geschenk. Warte mal. Ich nicht sogar. War 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich komme höchstens auf das rote Feld. Es hilft mir alles nichts. Und ein Item? Nee, komm, ich würfel normal. Ich lasse das Zufall entscheiden. Ja, toll, ein Item. Ich krieg nicht mal eins, weil das die letzte Runde ist. Okay, das sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Dreh die Schraube. Aber wenn man klein ist, kann man diese Minispiele machen, okay? Also hat der Minipilz doch seine Vorteile. Und was ist das jetzt bitte? Gratuliere, du erhältst 20 Münzen. Okay, bis zum nächsten. Okay, ja, gut, haben wir das auch gesehen. Ey, wenn der jetzt hier auch noch gewinnt. Wenn der jetzt hier 100 Münzen oder so gewinnt, ne? Ich sag dir. Ich sage dir. Und mir da mit dem... Was? Hat er gerade 100 Münzen, irgendwas? Ja, gut. Ja, alles gut. Dann hätte der jetzt nämlich den Münzstern gekriegt. Ja. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob der Münzstern mir jetzt noch safe ist. Ich meine, doch, ich habe 135 Münzen. Doch, doch, das... Doch, doch, damit liegt mir der Münzstern auf jeden Fall in der Tasche. Aber die Frage ist, ein Bonusstern schön und gut. Da haben Luigi und ich 2 Sterne. Und ich würde gewinnen, weil ich die meisten Münzen habe. Okay, also würde ich doch gewinnen. Das letzte Minispiel. Kanonenkrise noch einmal zum Schluss. Na, 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 na. Kennen wir ja, ne? Ist ja, brauche ich ja nicht erklären. Ach so, bin ich denn jetzt Einzelspieler? Nee, ne? Nee, Wario, okay. So, Wario, mach keinen Fehler. Was nehme ich denn? Gucken mal, wofür sich so die anderen beiden entscheiden. Nimm A. Weil die anderen beiden so nach X und Y gegangen sind. Ey, du Arsch! Ach nee, ich dachte... So, wenn er jetzt X und A nimmt, haben wir verkackt. Es sei denn, Daisy ist in B gegangen. Komm, nimm B. Sehr gut. So, Daisy, komm, bitte. Sei nicht da drin. Sehr gut, alles klar, er hat verkackt. Er kann nicht mehr gewinnen. Es sei denn, sie ist in A gegangen. So wie ich? Das geht ja auch. Wario, nimm nicht ab. Oh, oh. Ey, Daisy, bitte, Daisy. Daisy, bitte, sei nicht da drin. Du bist so dumm. Daisy ist offiziell die dümmste Frau, die ich kenne. Die hohlste Frucht im ganzen Universum. Die ist so dumm, selbst Brot ist schlauer. Und warum? Weil sie eine verdammte Prinzessin ist und alles in den Arsch gesteckt bekommt. Und wenn es um die Wurst geht, hat sie verkackt. Weil sie nämlich nie eine Wurst abkriegt. Ha? So läuft nämlich der Hase. Nur ihre eigene, die sie ausscheißt. So. Ihr habt es geschafft, ja. Hm, geschafft. So kann man das auch definieren. Ja. Da tut leider Luigi. Aber das ließ sich nicht ändern. Halt Nintendo, das... So, wie viele Münzen? Da hab ganz klar ich gewonnen. Was die Münzen angeht. Ja.
So, die Vergabe der Bonussterne. Jeder auserwählte Spieler erhält einen Stern. Zuerst der Minispielstern, den könnte ich auch haben, das weiß ich aber nicht. Wer hat die meisten Münzen in Minispielen gesammelt? Diesmal geht der Minispielstern an... Bin ich gespannt. An Wario. Ja gut, aber der ist eigentlich keine Bedrohung, ne? Ich meine, der war letzter. Der hat die meisten... Ernsthaft? Okay. Als nächstes der Münzstern. Der geht ganz klar an Mario. Hoffe ich. Yeah. I'm the winner. Ja, Mario. Wahre Worte. Wahre Worte. Damit müsste ich gewonnen haben. Obwohl, der Ereignisstern. Wenn Luigi den kriegt, haben wir verkackt, ne? Ich wollte es nur sagen. Dann hat der 3 Sterne. Gut. Was Wario jetzt nochmal zum Schluss 2 Bonussterne gekriegt hat. Okay, krass. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber gut. Und hier nun das Endergebnis. Ja, ich habe gewonnen, ne? Darf ich ja sagen. Peach ist Peach. Warum Peach? Daisy ist letzte. Glaube ich. Doch, müsste. Dann, ja, dann... Mario? Okay. Yeah! Der Sieger ist Mario! You are the party star! Mein Englisch ist super. I know. Die Ergebnisse, die Results. Ja, die Münzen haben es dann letztendlich geregelt. Und Daisy hat das verdient, was sie bekommen hat. Sie hat das bekommen, was sie verdient hat. So, das wollte ich sagen. Und zwar den letzten Platz. Boah, Alter. Wario hat... War das denn hier nochmal? Anzahl an Münzen? Ja, ja. Hier Minispielstern. Wegen 2 Münzen! Hat er den gekriegt. Wegen 2 Münzen! Okay. Krass. Miracle und Bowser blieben heute mal raus. Und jeder ist auch in einem Kampfspiel gelandet, außer Luigi. Aber gut. Ja, gut. Ja, gut, das war's für die erste Party des Solo-Let's Plays. Ja, beim nächsten Mal geht's dann mit einer neuen Map weiter, hier im Story-Modus. Ja, und Ziel ist es einfach nur zu gewinnen, wie ich jetzt feststellen musste. Jetzt ist die Frage, kommt da jetzt noch was? Möchtest du speichern? Ja. Ja, Speichervorgang, sehr gut, danke. Noch eben. Ah, gratuliere, Mario. Also, hier ist dein Present. Aber die Regeln besagen... Was denn? Dass du dich in einem Minispiel schlagen musst. Bitte was? Dann lass uns mal die Forschernase spielen. Möchtest du die Regeln hören? Ja, weil ich keine Ahnung habe, worum es hier geht. Einer der 5 rotieren, den Block unterscheidet sich von den anderen. Verwende den Analogstick, um dich unter den abweichenden Block zu stellen und drücke den A-Knopf. Auf diese Weise wählst du diesen Block aus. Erwischst du den richtigen Block, gibt es dafür einen Punkt. Ansonsten bist du geliefert. Oh Gott. Erreichst du vor mir 3 Punkte, hast du gewonnen. Dann, ja, los geht's. Ist das jetzt Zufall? War das jetzt Zufall? Ist jetzt ernsthaft? Ist das ein Glücksgame?
Also die bewegen sich schon irgendwie unterschiedlich, aber es ist schwer zu erkennen. Er hier. Ah, okay. Auch das ist natürlich blind, das habe ich noch nie vorher gesehen. Nein! Oh Gott, jetzt geht's um die Wurst. Mist, jetzt geht's um die Wurst. Kacke, kacke, kacke. Komm, irgendwas Eindeutiges. Oh nein. Nein, warum? Und jetzt hat er gewonnen. Und ich hab verkackt. Darf ich jetzt nochmal eine Party gewinnen, oder was? Na, wie läuft das hier? Ah, Pech gehabt. Möchtest du nochmal gegen Scheiger antreten? Ja, natürlich. Mach dich fertig, Junge. Komm mit mir nur her. Es ist ein reines Glücksgame. Was soll das? Wenigstens hat man nichts zu verlieren in dem Sinne, ne? Ja, möchtest du... Nein, ich will die Regeln nicht hören. Hau ab. Ja, der ganz hinten, ne? Oder? Bewegt sich am dümmsten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also der sich irgendwie am komischsten oder am auffälligsten bewegt, ist es dann letztendlich. Ja, entweder der. Ja, der war's. Okay. Zum Ende hin wird es halt immer schwieriger. An der rechts. Jop. Also, das Minispiel ist ganz komisch. Wenn ich ehrlich bin. So, komm, einer noch. Komm. In den hier. Ey, du... Ah, Menno. Jetzt geht's schon wieder um die Wurst. Was soll das? Ich nehme den hier ganz in der Mitte. Nein, schnell, Mario! Oh, Gott sei Dank, Alter. Das konnte man jetzt aber nicht erkennen, dass das der ist. Der hat sich fast genauso bewegt wie alle anderen auch. Nur damit ich das mal sagen darf, ne? Also. Aber es ist ein reines Glücksgame. Aber wenigstens hat man, wie gesagt... nichts zu verlieren. Mich würde jetzt mal interessieren, ob ich gezwungen bin, jetzt weiterzuspielen, weil eigentlich noch was anderes aufnehmen. Ich gratuliere, Mario. Also, ja. So, jetzt kriege ich mein Geschenk. Was ist das denn? Hier ist dein Geschenk. Was ist das denn? Du bekommst Marios Tisch. Was? Marios Tisch? Wie darf ich das? Hä? Hm? Gratuliere, okay. Möchtest du speichern? Ja. Ja, wenn es weiter nichts ist. So, ja, und damit wären wir dann am Ende. Also nicht des Story-Modus, aber der ersten Map. Gut, ich weiß nicht, was wir dann beim nächsten Mal machen. Ach, guck mal, hier sehen wir dann, dass wir das geschafft haben. Cool. Als nächstes wäre dann Toads Map dran. Genau, wegen dem einen Stern. Einfach um der Reihe nachzugehen. Also, in der nächsten Folge dann Toads Wuselwahnsinn. Hier im Story-Modus. Seid gespannt. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.